Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist ein sehr, sehr besonderer Tag, das sage ich euch gleich, weil ich sehr lange drauf sparen und auch sehr lange drauf warten musste. Die Lieferzeit betrug nämlich 9 Wochen. Holy shit. Aber heute ist endlich mein neues Rennrad gekommen und ich würde sagen, die Bude gucken wir uns mal gemeinsam an. Let's go! Das ist das gute Stück, Rose Reveal Pro. Komplett Carbon, die Bude. Und ultra die geile Farbe. Es kommt in der Kamera leider wieder nicht so rüber, aber es ist so ein Galaxy-Lack. Der ist mal grün, mal lila, mal blau. Ultra das Gerät, Alter. Kurz die Fakten, Freunde. Das ist das Rose Reveal Pro und bis auf wenige Teile komplett aus Carbon. Hat eine Ultegra-Schaltgruppe und wiegt nur 8 Kilo, was ich ultra krass finde für so ein großes Fahrrad. Also wenn ich damit das Rennradrennen in Finnland in 2 Monaten nicht bestehe, dann bin ich einfach eine Wurst, Alter. Den kann ich auch in den Sack hauen. Wow. Ja, natürlich kam hier nicht nur das eine Paket an. Nein, hier kam noch ein paar andere Sachen mit dazu an. Also wir wollen mal gucken, Freunde. Die Rennrad-Geeks werden mich natürlich hassen, aber ich habe mir jetzt erstmal normale Pedalen bestellt. Die sehen trotzdem aber recht sportlich aus. Ich weiß nicht warum, aber ich habe noch ein bisschen Angst vor Klickpedalen. Ich habe da Unfälle auf YouTube Fail Army gesehen. Hör mir auf, Alter. Das ist jenseits von gut und böse. Auf jeden Fall habe ich mir noch eine richtig schneidige Bip Shorts gegönnt. Also ich würde sagen, die probieren wir gleich mal an. Oh Mann, ey. Das war sexy, oder was? Yeah! 2 Schläuche und eine kleine Notfallpumpe mit Gaskartusche habe ich mir auch noch bestellt. Die gibt es bei Decathlon für 10 Euro, glaube ich. Finde ich fair und ich finde es super praktisch. Und zu guter Letzt, Freunde, habe ich mir noch ein Waterproof Bag von Ortlieb gegönnt. Das ist der ganz große mit 16,5 Liter Fassungsvermögen. What the fuck, man, da kann ich gefühlt drin wohnen. Wie krass ist das bitte? Ja, falls euch interessiert, was ich auf meinen Touren so mitnehme an Ausrüstung bzw. auch an Kamera-Equipment, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da bin ich nicht so, Freunde, das sage ich euch doch gerne, oder was? Ja, das bauen wir jetzt mal ran. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich schon direkt mit der ersten Tour mit dem neuen Rennrad. Also, let's go! Entspannte Runde, knapp 50 Kilometer zum Globetrotter Aussichtsturm. Einfach mal das Leben genießen, ein bisschen hochschalten hier hinterm neuen Rad. Am Ende des Videos gibt es noch ein kleines Announcement, das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Ich hab Bock, ich schalte mal gerne hoch, Leute. Juhu! Freunde, wie geil ist heute bitte dieses Wetter? Ich mach kurz einen kleinen Boxenstopp. Unglaublich, was das für einen Unterschied macht, wenn man mit so einem krassen Rennrad unterwegs ist. Ne? Vorher dachte ich immer, ja, ja, kommt alles aus dem Bein, aber am Arsch hat der Frosch die Locken. Also für mich ist das was ganz Neues, dieses Gefühl, dass man mit so wenig Kraft so schnell unterwegs ist. Das ist einfach nur unbeschreiblich und macht mega Bock. Wir sind jetzt da, also noch nicht, aber am Fuße des Berges. Es sieht jetzt nicht so heftig aus, aber da kommt noch einiges. Ich würde sagen, es geht mal los. Das schreit hier nach Segmentenjagd, sagt man doch so unter den Rennfahrern, oder?
nicht mehr Berg gemacht, also zumindest nicht bergauf. Bergab okay, aber bergauf. Was bin ich bitte für eine Bergziege, wie ich mich hier hochgeschraubt habe? Also, das ist der Oberhammer oder was? Ja, wir sind hier. Das ist der Glückeltrotter Aussichtsturm. Da kann man auf der Rückseite bouldern und klettern. Habe ich noch nie gemacht, aber kann man auf jeden Fall. Ist eine Aussichtsplattform, kann man hochgehen und sich diese wundervolle Landschaft angucken. Ist so meine Hauptstrecke. Ist ganz in Ordnung, ist jetzt auch nicht so ultra weit. Das waren 26 Kilometer hierher, also knapp 50 hin und zurück. Der hat mich erschrocken. Ja, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen auf den Sonntag. Wow. Ich knall jetzt noch einen Riegel in die Figur, der by the way gefroren ist. Und dann donner ich hier in rasender Geschwindigkeit wieder den Berg runter. Ist das natürlich lächerlich. Für jemanden aus Schleswig-Holstein ist das Ding hier schon verdammt hoch und verdammt schnell bergab. So, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Noch nicht wegschalten, Leute. Ich habe da noch ein kleines Announcement. Das geht gleich weiter, Freunde. Freunde, ich bin zu Hause angekommen, habe mir erstmal einen kleinen Tee gemacht. Das war jetzt eine ganz kleine entspannte Tour, 55 Kilometer knapp. 250 Höhenmeter, ja, wir sind auf den schleswig-holsteinischen Mount Everest gefahren. Wirklich eine gigantische Leistung. Aber das soll es mit diesem Video noch gar nicht gewesen sein. Ich habe euch letzte Woche in meiner Instagram-Story gefragt, wo mein erster fetter Bikepacking-Trip hingehen soll. Zur Auswahl standen Kopenhagen, Dänemark, richtig saftigen Smashed Burger futtern oder Kindheitserinnerung in Berlin bei einem ultra leckeren Döner hervorrufen, erwecken, wie sagt man, I don't know, ist auch völlig egal. Fakt ist, ihr habt mit 77,9% für Kopenhagen, Dänemark gestimmt, wo ich nächstes Wochenende, sofern das Wetter gut ist, ansonsten kriege ich mich da keinen 10 Felder raus, Mann, hinfahren werde. Das ist nicht einfach nur irgendein kleiner Bikepacking-Trip. Nein, ich nutze das Ganze natürlich auch immer als Training und Vorbereitung für die ganzen Challenges, die ich mir und meinen Kumpels dieses Jahr gestellt habe. Wenn ihr da nichts mehr verpassen wollt rund um das Thema Rennrad, Outdoor und Challenges, solltet ihr diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren. Hier wird die ein oder andere Herausforderung und den ein oder anderen Mental Breakdown dieses Jahr geben. Also würde mich freuen, kostet nichts. Smash den Abo-Button weg und wir sehen uns bei der nächsten Tour, Freunde. Ciao.